Vor oder zurück? Wie war jetzt das mit der Zeitumstellung? Vor lauter Recherche nach den tollsten Veranstaltungen am Wochenende habe ich das jetzt komplett vergessen. Ich würde sagen, Sie suchen sich eine der folgenden Veranstaltungen raus und wie das mit der Uhrzeitumstellung ist, das klären wir danach. Um die Wette singen können Sie beim Karaoke-Gesangswettbewerb am Samstag im Café Stern. Ab 21 Uhr treten etwa 10 Kandidaten gegeneinander an und stellen sich dem Urteil der Jury. Den Gewinnern winken tolle Preise. Wer seiner Stimme nicht traut, kann ja trotzdem vorbeischauen und bei einem Café den Hobbysängern lauschen. Der Winter schickt uns am Wochenende seine ersten Flocken. Falls Sie noch keine dicke Winterjacke, Schal und Mütze für diese Saison haben, bietet sich der verkaufsoffene Sonntag in Deggendorf für einen ausgiebigen Einkaufsbummel geradezu an. Hier finden Sie neben Schuhen und Bekleidung alles, was das Herz begehrt. Und wer weiß, vielleicht schmeckt der Glühwein ja auch schon Ende Oktober. Auch 20 Jahre nach ihrem Hitskandal im Sperrbezirk begeistert die Spider-Murphy-Gang ihre Fans mit purem Rock'n'Roll. Am Freitag, den 2. November, macht die Kultband auf ihrer Unplugged-Akustiktour auch in Deggendorf Halt. Ab 20 Uhr können die Deggendorfer mit Günther, Barney und Co. in der Stadthalle 1 völlig stromlos abfeiern. Ein bisserl Hans Moser, eine Prise Wiener Operettenseligkeit, verspricht die Kulturnacht in Moos am Samstagabend zu werden. Mit dabei die Original-Singer Hof Schrammeln sowie das Klarinettenduo Tobias Schober und Louis Gruber. Musikalisch geht es bereits am Samstagnachmittag im Klinikum St. Elisabeth zu. Verschiedene Stücke aus Barock und Klassik werden diesmal im Foyer zum Besten gegeben. Ruth Grimm und Franz Neuwirth spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, Rechenschaft über die im Jahr 2012 durchgeführten Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt Deggendorf abzulegen. Genau das macht Oberbürgermeister Dr. Christian Moser am Sonntag. Bei der 60. Bürgerversammlung steht er allen Anwesenden Rede und Antwort. Im Foyer der Stadthalle können sich die Bürger darüber hinaus über den öffentlichen Personennahverkehr, die Donauratenschau 2014, den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs und vieles mehr informieren. Zusätzlich gibt es eine Tombola, bei der es 2 Eintrittskarten für die Silvestergala in den Deggendorfer Stadthallen zu gewinnen gibt. Politisieren können die Bürger übrigens auch in Plattling, und zwar mit dem Vorsitzenden der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger. Er bezieht im Iseralmstadl Stellung zu politisch brisanten Themen wie die Abschaffung der Studiengebühren oder die CSU-Affäre um die versuchte Beeinflussung des ZDF-Programms. Ich hoffe, Sie haben was Schönes gefunden, denn jetzt ist es definitiv. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, wir haben eine Stunde mehr Zeit zum Feiern. Die Uhr wird nämlich von 3 auf 2 zurückgestellt. Oder Sie nutzen die Zeit einfach und schlafen ein bisschen länger aus. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Servus!